Bundesparteivorsitzenden von Pamela Rendi-Wagner. Hier sehen wir auch schon Michael Ludwig. Ja, Bürgermeister Michael Ludwig geht hier neben SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner um 9.20 Uhr. Da hat sie ja angekündigt, ein Statement abzugeben. Und wir sehen dahinter auch Peter Kaiser in Unterstützung. Und ein großes Thema wird auch bei dieser Neujahresklausur die Bundespräsidentenwahl. Guten Morgen. Welche Entscheidungen werden denn heute gefällt, auch zu Ihrer Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl? Naja, wir stehen vor einem ganz wichtigen Jahr, einem Jahr mit kleinen, größeren, neuen Herausforderungen von Corona über die Teuerung bis hin zur Energiewende. Und klar ist, dass die SPÖ in den letzten Monaten hier sehr viel Vertrauen dazu gewinnen konnte. Ganz einfach deswegen, weil wir die richtigen Antworten haben, weil wir stehen für die arbeitenden Menschen in diesem Land. Wir stehen für die Familien, für die kleinen, die mittleren Unternehmen. Aber wir stehen vor allem auch für eine starke Wirtschaft, die es braucht, um Arbeitsplätze in Zukunft auch weiterhin abzusichern. Und um das geht es. Und das werden wir heute diskutieren. Und wir werden vor allem den inhaltlichen Fahrplan für die kommenden Monate festlegen. Also keine Personalentscheidungen, auch nicht zur Bundespräsidentschaft. Der Fokus liegt eindeutig auf inhaltlicher Diskussion und auf einem inhaltlichen Fahrplan der nächsten Monate. Die Herausforderungen sind groß. Und da braucht es die richtigen Antworten und die SPÖ hat die richtigen Antworten in dieser wichtigen Zeit. Der burgenländische Landeshauptmann ist heute nicht da. Was sagen Sie dazu? Sind Sie enttäuscht davon? Sie wissen, er ist nicht Teil des Präsidiums, er war trotzdem eingeladen. Wir nehmen alle zur Kenntnis, dass er heute nicht gekommen ist. Aber ich bin vor allem froh, dass das Präsidium geschlossen heute hier ist. Wichtige Persönlichkeiten der Sozialdemokratie und es geht um wichtige Themen. Was ist das für ein Signal, sozusagen, wenn man jetzt hier geschlossen auftritt, dann fällt auf, wer fehlt sozusagen, wenn er eingeladen ist und eine Sprechstunde im Burgenland wichtiger ist? Ja, wissen Sie, das müssen Sie ihn selbst fragen. Wesentlich ist, dass das Präsidium, das Parteipräsidium, und das ist eine Präsidiumsklausur, heute geschlossen da ist, um den wichtigen inhaltlichen politischen Fahrplan für uns, für die Sozialdemokratie und damit auch für unser Land festzulegen. Wie ist Ihre persönliche Meinung zur Bundespräsidentschaftswahl? Wäre es Ihrer Meinung nach wichtig, dass die SPÖ einen eigenen Kandidaten aufstellt? Ich glaube, es ist wichtig, einmal dem amtierenden Bundespräsidenten, nämlich Alexander Van der Bellen, so viel Respekt entgegenzubringen, dass man mal abwartet, wie seine Entscheidung lautet, ob er ein zweites Mal antreten wird oder nicht. Und wir werden als Sozialdemokratie zum richtigen und gegebenen Zeitpunkt unsere Entscheidung treffen. Danke. 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 Um